Das Fußball-Podcast. Was? Wie? Jaha, das Fußball-Podcast. Mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga. Das Fußball-Podcast, Folge 10. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin ganz aufgeregt heute, denn es ist ein kleines Jubiläum, Folge 10. Und es ist aber auch eine Premiere in vielerlei Hinsicht. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich euch begrüßen. Hallo Annie in Berlin. Hallöchen, ihr Lieben. Und hallo Sabrina. Erste Premiere, wir sind heute international. Hallo Sabrina in Amsterdam. Hallo, hallo. Ich bereite mich hier schon auf das Spiel vor während der EM Ukraine gegen Niederlande und deswegen bin ich hier. Und für alle die, die jetzt bei YouTube zugucken, denn das ist ein Teil der Premiere, wir nehmen heute mit Bild auf zum allerersten Mal, die sehen schon, wir sind nicht nur zu dritt, wir sind zu viert, wir haben einen Gast. Und der hat es in sich, the one and only, der Earthman. Dennis Erdmann ist heute bei uns. Hallihallo. Guten Abend in die Runde. Guten Abend in die Runde. Aber Dennis, die erste Frage, die ich... Da ich mit drei Frauen umgehen kann. Also ich habe drei Schwestern, von daher ist es für mich relativ entspannt, Gott sei Dank. Abwarten, ja. warum heute so zahm im Flieder-Look? Hier in Köln ist es relativ warm und ich wollte nicht unbedingt meine dicken Jacken auspacken, die du ja auch schon gesehen hast. Am Samstag beim Boxen, deswegen habe ich gedacht, komm, was locker leicht ist. Schöner Sommerlook, passt doch zu euch, oder? Gute Farbe. Also, zu meiner Tapete hinter mir auf jeden Fall. Siehst du? Also, das ist ein schönes Bild, sehr so schön. Im Gesamten. Danke. Ja, schön, Dennis, dass du der Erste bist, der sich traut, hier mit uns über Fußball zu sprechen. Mal gucken, was du nach den kommenden 45 Minuten dann dazu sagst. Bis einer weint. Sprechen wir erstmal ganz kurz über dich. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Erzähl mal. Ich bin zurzeit in Köln auf Heimaturlaub quasi. Ich muss mal wieder zu meinen Eltern nach Hause. Sonst gibt es immer einen Satz heiße Löffel. Und verbinde das Gute mit dem noch Besseren. Also das heißt quasi mit euch meinen Abend zu teilen. Für mich ist eigentlich alles relativ entspannt. Ich halte mich fit. Schau, was passiert. Also ich halte mich fit, schau, was passiert. Ja, Prost. Wir halten uns alle mal fit, alle mal den rechten Armmuskel trainieren. Ich nehme meinen linken, Prost. Ist aber auch Prost. Okay. Musst du nachher den anderen nehmen. Prost. So. Ja, und schau mal, was die Saison mit 60 ist. Ja, genau. Aber reden wir erstmal über das, was vorbeigegangen ist quasi. Nach zwei Jahren 60 ist Schluss. Es hätte mit einem Relegationsspiel zu Ende gehen können, ist es aber nicht. Wie war das denn? Wie hast du das denn erlebt? Warum hat es denn am Ende nicht geklappt im alles entscheidenden Spiel gegen Ingolstadt, wo du ja aber doch auch noch sogar ein Tor geschossen hast? Erzähl mal. Ja, noch reingestolpert, die Kiste. Ja gut, warum reicht es am Ende nicht? Ich glaube, Fußball wird in den letzten 3 bis 4 Spieltagen, wenn es um was geht, immer im Kopf entschieden. Und wir waren da am Ende nicht bereit. Muss man ehrlicherweise so sagen, wir waren nicht bereit dafür, den letzten Step zu machen, über die Schwelle zu gehen. Und am Ende des Tages verlierst du dann da 3-1. Verdient, unverdient, wie auch immer. Aber es war dann einfach nicht gut genug, um aus der Liga rauszukommen, um in die Relegation zu kommen. Ich habe heute mal ein bisschen geschaut, wer so für uns getippt hat von euch drei. Ich war es nicht, das tut mir leid. So sieht's aus, dankeschön. Wir haben alles vergeben. Die anderen beiden haben wenigstens zu mir gehalten. Aber nee, also ich finde einfach, dass wir im Kopf am Ende nicht da waren. Da hatten wir dann auch zu wenig Input von außen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Unsere Bank war da nicht so gut wie die Bank von den ersten drei, die es jetzt geschafft haben. Und dann wirst du am Ende des Tages Vierter, ist einfach, ne, die kurz vor Toilette in die Hose machen, ist scheiße. Und von daher, ja, müssen die Jungs nächstes Jahr einen neuen Angriff wagen. Ich werde mir das sicherlich anschauen, egal wo es mich hin verschlägt. Und dann schauen wir mal, wer am Ende dann die Nase vorn hat. Wenn ich hier bleibe, irgendwo in der Liga, in der dritten Liga, dann will ich am Ende des Tages aufsteigen. Und schauen wir mal. Aber erklär mir mal das Phänomen Wampe von Giesing. Bitte. Also, klar, Sascha ist fußballerisch wahrscheinlich erhaben von uns allen gewesen, die Jahre. Der kann fußballerisch alles, der hat nicht umsonst Bundesliga gespielt. Aber er hat dann natürlich auch dann ein paar Jungs gehabt, die ihm die Buden auch wirklich auf dem Silbertablett serviert haben. Da hat ein, zwei Dinger gemacht, ne? Die macht dann auch nicht jeder mit Fallrückzieher oder Kopfball oder sowas.
Aber ja, die Jungs waren immer da, die haben immer angespielt und von daher ist das Phänomen dann relativ einfacher zu beschreiben für jetzt uns, die tagtäglich mit ihm umgeben sind, als jetzt Leute, die von außen das sehen. Aber wie viele? Aber er ist ja, glaube ich, auch jemand, der mental ganz viel mit der Mannschaft macht, oder? Also der die einfach auch greifen kann. Ist er? Wer jemand, der mental viel? Nee, Sascha, nee, du auch, aber Sascha auch. Also ich würde euch so als meine Spirit Animals bezeichnen. Bei 60. Ja, gar keine Frage. Dass, also wenn ich 36 bin, davon muss ich ja ausgehen, dass ein Spieler in dem gestandenen Alter doch auch anderen Jungs ein bisschen Input geben kann. Also das gehört doch dazu. Also das sehe ich noch nicht mal so als den großen Vorteil, den er hat, an. Aber klar, also du musst immer zwei, drei Leute immer so Redeführer haben, sonst kommst du nicht weit im Leben. Da ist ganz normal. Du musst Leute haben, die Karre quasi fahren und Leute, die haben, die da hinten drin sitzen. So. Und dann geht man Reifen kaputt, dann musst du Leute haben, die den Reifen reparieren und dann fährt die Karre halt weiter. Das ist Fußballmannschaft, das ist so ein ganz verstricktes Gebilde. Also das ist manchmal, meine Jungs auch hier in Köln, die spielen alle Kreisliga, haben teilweise noch mit mir zusammengespielt, aber bei denen ist es genauso. Also ob Kreisliga C oder Bundesliga, du musst einfach zusehen, dass du funktionierst. Wenn du am Ende des Tages nicht funktionierst und Leute sehen, dass die das pushen und wo du dich dran hochziehen kannst, ja, wirst du am Ende des Tages wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Jetzt hat ja dein Ex-Trainer Michael Kölner gesagt, dass er wirklich traurig ist, dass du den Verein verlassen wirst. Also Annie, ich glaube, du hattest da so ein schönes Zitat rausgesucht. Hast du das bei der Hand gerade? Ja, warte. Der hat gesagt, phänomenaler Spieler nennt er dich, Dennis. Hast du bestimmt auch gelesen. Phänomenal. Ah. Und dann steht, vom Charakter her, von der Art her, wie er sich in der Mannschaft eingebracht hat, ich werde schon sehr, sehr traurig sein, wenn er nicht mehr da ist. Und das Wichtigste hier, da könnte ich mich hinlegen und weinen. Ja, also da kriege ich ja gleich ein bisschen Fremdschämen. Also so eine Worte über mich natürlich zu lesen und zu hören. So schön vorgelesen zu bekommen. Ja, das ist auch schön vorgelesen von dir, gar keine Frage. Also hast du sehr schön zitiert, aber das ist schon merkwürdig. Also das ist schon, das hatte ich die letzten Jahre halt nie so. Da wurde immer gesagt, ja gut, okay, der gibt da Gas und alles drum und dran, aber wenn er jetzt geht, naja gut, dann ist es halt so. Aber ich finde, immer viel wichtiger ist, klar, Trainer, der Kölner, das war, hat mich unfassbar gefreut, wie er mit mir so umgegangen ist. Ich habe teilweise auch nicht gespielt, das war auch das erste Mal in meiner Karriere so, dass ich einfach manchmal auf der Bank saß. Und ein Spieler wie ich da, ne, ich weiß halt in die Bank, wenn ich drauf sitze, und das ist halt das Schlimme. Also, dass ich da zuerst mal mit klarkommen musste, dass es so ist, nicht so easy. Aber ich finde es immer viel schöner, dass man mir sowas sagt, als wenn ich so einen Blumenstrauß bekomme und sage, ja gut, danke, dass du jetzt hier 2 Jahre warst, aber gut, nach diesen Porzellanlöwen, den sie sonst immer verschenken, genau, an ihre, genau, Ex-Spieler. Ja, genau. Mhm. Und den kannst du dir zu Hause hinstellen und das verstaubt noch. Aber das, was er halt gesagt hat oder auch die Einschätzung von meinen Mitspielern, das kann ich halt mitnehmen. Ne? Wenn ich dann irgendwann mal 3, 4 Nägel auf dem Sarg habe und 5 Meter tiefer lege, da habe ich das noch immer dabei und weiß, okay, da gab es Leute, die haben mich wirklich gemocht. So ein Porzellanlöwen oder so ein Blumenstrauß, der verwelkt oder geht irgendwann kaputt beim Umzug. So, aber so Worte, die bleiben halt immer und die kann mir dann am Ende des Tages auch keiner mehr nehmen. Deswegen finde ich das viel schöner, so wie das gelaufen ist. Ja. Dann freut mich das, dass ich das nochmal ihr präsentieren konnte. Ja, also aber sag mal, wenn du so eine richtige Kampfsau bist, ne? So einer, der sich so reinbeißt, und so wirst du ja auch überall immer beschrieben, auch was sie dir noch so für Beinamen immer geben, wenn du denn auf die Bank musst, ne? Also nicht gleich in der Startelf stehst, wie erklären die dir das vorher, ohne Angst haben zu müssen, dass du ihnen was antust? Gibt es da einen, der vorgeschoben wird? Bei uns beim Radio ist es dann meistens die Redaktionsassistentin. Ja. Gibt es da irgendjemanden, der speziell geschult ist, um Leuten wie dir zu erklären, nee, heute leider auch mehr so der Joker? Nee, also das war ja Gott sei Dank wirklich das allererste Mal in meiner Karriere jetzt in den letzten Dreivierteljahr so, dass ich auf der Bank gesessen habe. Also sonst habe ich immer das Glück gehabt, entweder die Leute hatten Angst vor mir, haben mich spielen lassen, oder ich war einfach gut, ich weiß es jetzt nicht. Also kannst du ja irgendwas von aussuchen. Aber ich glaube einfach... Schöne Mischung aus beidem. Ja, also ich glaube aber auch, der Trainer jetzt, er hat nicht mit mir geredet, wenn ich nicht gespielt habe. Also er hat mir vor dem Spiel nicht gesagt, du spielst heute nicht. Und das hat sich dann so angedeutet in der Trainingswoche. Und natürlich bist du dann abgefahren. Ich meine, tut mir mal einen Gefallen.
Der, der sagt, juhu, ich sitze auf der Bank, juhu, ich sitze in der dritten Liga auf der Bank, den müsst ihr mir mal zeigen. Natürlich gibt es da wahrscheinlich 60-70% davon in der Liga und sagen, ach Gott sei Dank bin ich jetzt hier beim Drittligisten, beim SV Meppen, hier irgendwo im Emsland und sitze auf der Bank. Aber das ist doch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist doch, zu spielen, aufzusteigen, bei Traditionsvereinen zu spielen, quasi in der Mannschaft derjenige zu sein, der alle mit. Hört ihr mich? Das ist ein gutes Thema. Traditionsvereine. Ich habe mal so ein bisschen rausgesucht, was die Leute über dich sagen. Und ich bin jetzt mal so ganz frei und frag dich mal, wie du dich dazu positionierst. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Also wenn man sich deine letzten Vereine so anguckt. Ich sehe euch nicht mehr. Habt ihr genug von mir? Wir sehen dich noch. Ja. Groß. Hörst du uns noch? Ja, ich sehe euch nicht. Komm, hörst aber du? Das ist dasselbe jetzt. Okay. Machen wir also in Nordrhein-Westfalen ist das Digitalisierungspaket noch nicht so weit angekommen, dass er uns jetzt hier mit Bild empfangen kann. Ich sage immer so schön, hier ist Bambus-WLAN. Ja. Ja, das merkt man ein bisschen. Okay, wir versuchen es weiter. Also ich habe mal rausgesucht, was die Leute so über dich sagen und würde dich einfach mal drauf ansprechen. Nimm es mir nicht übel, ich bin jetzt wirklich mal ganz so, wie das Internet ist. Wenn man sich deine letzten Vereine anguckt, Dynamo, Hansa, Magdeburg, 60, du warst ja bei keinem Verein lang. Was sagst du denn deinen Kritikern, die meinen, du bist, ich sag jetzt mal das nette Wort, der Wanderpokal der dritten Liga und nimmst alles mit im Fußballtechnisch, was geht? Ja gut, die sollen mir zuerst mal den Fußballer zeigen, der, ich sag kritisch vom Bundesliga, aber der zweite, dritte Liga so eine Vita hat. Es soll mir mal irgendeiner den Fußballer zeigen, der für so krasse Vereine gespielt hat wie ich und auch immer gespielt hat. Den sollen sie mir mal zeigen und auch immer Leistung gebracht hat. Die meisten kacken sich immer in die Hose, wenn die vor, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Leuten spielen. Aber genau das ist es ja. Auch wenn es mal nicht gut läuft, dass du einfach hier quasi dem Mann stehst und sagst, ich bin derjenige, der den Karren aus dem Dreck holt. Den sollen die mir mal zeigen, der das geschafft hat in seiner Karriere. Und dann können wir gerne weiterreden. Also mir ist es doch wirklich Schnuppe, wenn einer schreibt, Erdmann, du Idiot, oder Erdmann, bring dich um. Da hätte ich mich schon dreimal hier vorne in den Rhein stürzen sollen. In die Isar, in die Elbe. Ich weiß nicht, wo ich noch überall gespielt habe. Aber das ist halt nicht so. Ich bin mental stark und von daher bringen mir so Kommentare auch gar nichts. Das geht mir am Arsch vorbei. Null. Okay. Selbiges wahrscheinlich zu Leuten, die meinen, du wärst ein Grobmotoriger und hättest im Profifußball nichts verloren. Sabrina lacht, das steht im Internet. Aber was ist, warum hacken denn immer alle auf den Grobmotorikern rum? Ich bin auch einer, ich mache viel kaputt, ich schlage große Schneisen, auch wenn man das bei 1,57 Meter jetzt nicht meinen mag. Aber es ist doch nicht schlimm. Es gibt immer Leute, die gerne basteln und das dann wieder heile machen. Die wären sonst gelangweilt ohne mich. Genau, und so wie du es machst, bastel auch auf dem Platz und es gibt dann auch Leute, die machen es danach wieder heile. So, ganz normal. Machst aber auch mal was kaputt. So. Ich mache ab und an auch gerne was kaputt, aber es geht immer um, weißt du, Fußball, was macht einen guten Fußballer aus? Wer ist ein guter Fußballer? Das kann mir keiner sagen. Ein guter Fußballer ist nicht einer, der einen Ball über 10 Meter gut passen kann, nicht einer, der ein gutes Kopfballspiel hat, nicht einer, der sprinten kann, nicht einer, der einen guten Torabschluss hat, nicht einer, der guten Ball hält, nicht einer, der gutes Zweikampfverhalten hat. Das ist alles kein guter Fußballer. Guter Fußballer macht aus Kopf, Herz, Leidenschaft, Ehrgeiz, Wille, das Spiel zu verstehen. Fußball ist ja nicht nur einfach so, hey, blum, 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 alle dumm und alle laufen kreuz und quer durch die Gegend, sondern Fußball ist ja schon ein bisschen auch etwas mit Verstand. Also du sollst ja auch schon zusehen, dass du wahrscheinlich den besseren Spieler, in Anführungsstrichen, jetzt ich als Abwehrspieler, an die Leine gelegt bekommst. So, und das habe ich zu 97% meiner Karriere immer geschafft. So, und aber es wäre auch schon nicht schlecht, wenn ein Fußballer alles, was du vorher aufgezählt hast, auch zusätzlich noch könnte. Also ja, so aber dann bist du bei Cristiano Messi. Das wäre doch ganz gut. Dann bist du bei Cristiano Messi und alles, Top-Regal. Da bist du bei, keine Ahnung, wo du am Ende des Tages landest. Dann bist du bei Lamborghini, was du fahren willst. Aber wenn du halt nur einen schönen deutschen Mercedes fahren willst, dann bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. So, wenn du bist weißt, du Mercedes was du bekommst, oder Volkswagen, weißt, Erde? Ich bin schon, ich bin schon ein bisschen gehobener. Also wenn du weißt, was du willst und was du bekommen willst, dann holst du dir einen Mercedes. Du weißt ganz genau, am Ende des Tages, der geht vielleicht irgendwann mal nach 10, 15 Jahren, da geht er mal irgendwann mal ein Keilriemen kaputt, aber sonst läuft der, ist alles tipptopp, schnieke, jeder geht, irgendwie gefällt ihm jeder. Manchmal gibt es auch Leute, dem nur ein Rentnerfahrzeug oder wie auch immer, aber du willst doch irgendwie was Stabiles haben. Also irgendwas, was auch keine Fehler macht. So, und
dann greifst du in die Schublade, wo ich bin und sagst, ach, komm her, Junge, komm, mein Verein, du machst immer in 2 Jahren, bleibst in 2 Jahren hier, machst 60 bis 70 Spiele. So, der Verein spielt teilweise immer um Aufstieg mit und von daher ist doch alles in Ordnung. Also wenn jetzt einer sogar großes Wort hat. Außer der Verein kann sich halt einen Mercedes über 5 Jahre oder länger nicht leisten. Aber so, das ist ja, dann auch wieder so eine Frage. Ja, da kann man auch mit mir reden. Da kann man auch ist alle, das so? Ja, gegen mir kann man immer reden. Also, ich bin jetzt auch keine, guck mal, ich achte auch zum Beispiel nie auf Geld, wenn es um Vertragsgespräche geht. Für mich immer eins entscheidend ist, dass der Trainer und der Sportdirektor und der Verein passt. Sportdirektor, Trainer kannst du immer austauschen. Das ist immer, keine Ahnung, die sind halt echt temporär da, vielleicht mal ein halbes, ein Jahr, 2 Jahre oder wie auch immer. Aber die wenigsten Trainer sind 2 Jahre an einer Stelle, wo ich auch bin. So, also so habe ich das die letzten Jahre so kennengelernt. Und von daher musst du doch zusehen, dass du am Ende, dass der Trainer von dir überzeugt ist, der Sportdirektor, aber dass der Verein auch zu 100% zu dir passt. Dass ich nicht bei Sandhausen spiele, zum Beispiel. Da hätte ich irgendwann mal spielen können. Aber was soll oder ich da? Mal, lass das mal nicht Ingolstadt. Ottmar Schork hören hier, ja? Also bitte. Ottmar Schork ist jetzt ganz, ganz traurig, wenn du sowas sagst. Ja, aber es tut mir leid für Ottmar Schork, aber am Ende des Tages ist Sandhausen ein Rentnerverein. Da machst du einen Regenschirm auf und der Regenschirm geht runter und dann siehst du auf einmal einen Rentner stehen. Also da gibt's nichts, was du, wo irgendeiner anecken kann. Da gibt's nicht die Bild-Zeitung, da gibt's nicht MDR. Da geht irgendwann unter. Wenn die irgendwann Verbandsliga spielen würden, dann würden die alten Omas und Opas sagen, ach ja, gut, dann gehen wir heute halt mal zu 10 Euro ins Stadion, dann essen wir eine Bockwurst. So. Aber das kräht doch kein Haar nach. Aber es geht doch im Fußball immer darum, irgendwas zu erreichen, also irgendwas zu hinterlassen. Und deswegen musst du, also so sehe ich das, musst du am Ende des Tages zu einem Traditionsverein gehen, der Massen anzieht, der wie ein Magnet ist, wo Fußball alles ist. So, und da passe ich hin und zu nichts anderem. Halten wir mal ganz kurz fest. Es gibt ja Gerüchte, dass der Grund, warum du bei 60 nicht geblieben bist, das Geld ist. Das ist es also nicht. Das nehme ich jetzt einfach mal aus deinem Reden. Nee. Also, so würde ein Mann aus dem Erzgebirge auch antworten. Nee. Das ist doch immer die einfachste Antwort ist, wenn du irgendwann deinen Job wechselst, ach, die ist bestimmt gegangen, weil die will irgendwo anders mehr Geld haben. Ja. Nee, das ist ja nicht immer stimmt der Fall. Schon. Das, also bei uns Drittligaspieler oder Zweitligaspielern ist es doch nicht das Geld ist der Anziehungspunkt. Null. Also werde ich irgendwann noch Millionär mit Fußball? Ja, ich glaube nicht. So, kann ich ein gutes Leben führen mit Fußball? Ja, ich glaube schon. Aber ob man 2.000, 3.000 Euro weniger im Monat bei mir jetzt unbedingt die, keine Ahnung, die Flucht antreiben, würde ich jetzt auch behaupten, dass es nicht so ist. So, aber es gibt natürlich Fußballer, die laufen im Geld nach und sagen, boah, 3.000 Euro brutto, das ist aber richtig viel. Was kann ich mir damit kaufen? Gut, nicht so viel. Aber wenn du es vernünftig anstellst von Anfang an in deiner Karriere als drittiger Spieler, dann kannst du auch ein vernünftiges Leben führen, aber dann musst du auch nicht auf Geld achten. Sabrina, zeig's auf, was willst du? Ich wollte dich mal fragen, du siehst mich ja jetzt doch wieder. Wahnsinn. Er hat nur so getan, als könnt ihr uns nicht sehen. Ich habe jetzt gerade mal so die Drittliga-Tabelle aufgemacht und bin jetzt mal so durchgegangen, welcher Club es dann sein könnte. Da fällt mir jetzt eigentlich nur noch Kaiserslautern ein. Das ist ein Pulverfass in meinen Augen. Naja, aber wenn du sagst, du bist jetzt von einem Traditionsclub und Fans und hier und da, da wirst du ja wohl jetzt nicht zur Tegucigalpa gehen, oder was? Was ist denn mit Hanne? Wahrscheinlich, also das hast du 1 und 1 sehr gut zusammengezählt, wahrscheinlich nicht. So, da bleibe ich auch lieber arbeitslos und spiele VDV-Auswahl. Also, da habe ich dann auch schon einen kleinen Anspruch an mich selber. Mir geht es auch nicht darum, jetzt zu sagen, oh, jetzt bin ich jetzt im Juli und ich habe noch nichts und so weiter und so fort. Oh Gott, da wird bestimmt irgendwie was. Nee, für mich ist einfach so, dass ich sage, das muss passen. Das muss zu mir passen und zu meiner Art passen. Dann gibt es vielleicht noch 2 oder 3 andere Vereine, die du jetzt nicht so auf dem Bildschirm hattest, die vielleicht auch abgestiegen sind, die vielleicht ein bisschen so unter dem Radar schwimmen. Da gibt es ja auch ein paar. Also von daher, ich halte Augen und Ohren offen. Aber bei Toguchi werde ich wahrscheinlich nicht landen, Sabrina. Hast du sehr gut. Ach, dann bist du bald Partnerstadt Magdeburg, ja? Oder sehen wir dich woanders? Was ist Vater der Magdeburg? Braunschweig. Ach so. Ey, Quatsch, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen, wirklich. Ich mach ganz relaxed, so. Halt mich, bin topfit. Wenn einmal einer sagen, ja, der ist schon 30 Jahre alt, mein Gott. Ob ich jetzt 30, 36 oder 21 bin, am Ende zählt Qualität, was du liefern kannst. Und nicht, oh, ist er jetzt schon 30 oder 31. Ich kenne alle die Kader, ich weiß nicht, wie so Kaderplaner ticken, aber
mach ganz relaxed, ich schaue mir alles an und am Ende des Tages weiß ich nicht, was passiert. Kann aber sein, dass ich sage, weißt du was, ich höre auf mit Fußball, weil ich gewinne am Freitag eure Jackpot. Kann auch sein. Nee, den gewinne ich schon, das geht nicht. Ach so, dann machen wir Hälfte, Hälfte aber. Ja, okay. Naja, aber, das müssten wir noch aufschreiben, bitte vorher. Es heißt ja auch, du hast das große Ziel, nochmal ins Ausland zu gehen. Gibt es da Konkreteres oder ist das einfach nur ein Lebenstraum? Es ist allgemein ein Lebenstraum, den ich mir erfüllen will, einfach im Ausland Fußball zu spielen. Ich will sowieso später auswandern. Von daher würde das alles passen. Darum geht es mir auch nicht ums Geld, weißt du? Sondern es geht echt so für mich, was zu sammeln. Zu sagen, okay, hier in Deutschland hast du mehr oder weniger alles abgegrast. Ja, was bleibt mir da noch übrig? Die Schiris kennen mich. Jeder Gegenspieler kennt mich. Gefühlt kennt mich jeder. Und von daher, klar, so Ausland wäre natürlich ein Ziel von mir, aber ist jetzt auch kein Muss, weil ich sage, ich will jetzt unbedingt ins Ausland. Deutschland ist scheiße. Nee, das sage ich halt natürlich nicht, aber ich weiß nicht, was passiert. Ganz von heute auf morgen kann sich immer alles ändern im Fußball. Ne? Das ist so ein bisschen so ein, keine Ahnung, so ein Zirkusleben. Ne? Wenn du dann von einem Standpunkt zum anderen ziehst, ist halt leider so. Ja, ist so. Wohin willst du denn auswandern? Eine sehr private Frage. Wir sind ja unter uns. Ja. Wir sind ja nur. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, Rumänien sein. Also es sollte schon. Aber Rumänien hat auch schöne Ecken, Erde. Ja, aber gut, bist du dann von einer Ecke. Und eine sehr niedrige Inzidenz. Ja. Also ich würde schon gern in die USA, irgendwann, früher oder später, weil es einfach so meinem Lebensstil entspricht. Also nicht, dass ich jetzt mit der Knarre auf irgendwen ziehen will, sondern einfach so, dass ich so, ja, dieses komplette Freiheitsdenken. Jeden Tag Barbecue, schön immer Bud Light trinken, einfach frei sein, so, ohne Regeln quasi zu leben, das ist schon so ein bisschen meins, aber ja, ist auch nicht in Stein gemeißelt, also das kann sich das bei mir auch sowieso ändern. Ich stell mir ja dich gerade so mit so einem Cowboy-Hut vor, weißt du, wie du dann so dieses, wie heißt das, dieses Riding auf diesem Stirn machst oder so? Das Rodeo-Riding. Rodeo. Ja, irgendwie sowas. Also irgendwie, ich bin halt, ja, Hauptsache, klar, meine Familie ist gesund, ich bin gesund, aber und meine Hunde sind gesund. Aber klar hat man so Ziele im Leben, aber ich spreche jetzt nicht voraus und sage, oh, jetzt unbedingt und das nächste Flugzeug in die USA, da will ich aber drin sitzen nach Corona. Sondern lass alles so auf mich zukommen, was gerade so passiert. Man sollte sowieso nie zu weit planen, weil es dann immer anders kommt. Aber klar, dass man so eine Struktur im Kopf hat, ist, glaube ich, schon wichtig, auch als Fußballspieler, als vermeintlich ein dummer Fußballspieler, dass man so eine kleine Struktur entwickelt irgendwann. Ich meine, ist ja bei euch auch wahrscheinlich nicht anders im Beruf. Weißt du, ihr wollt ja auch dann immer mehr. Sabrina, du bist jetzt zum Beispiel das erste Mal, oder? Ist das erste Mal, dass du bei einem großen Turnier dabei bist, sondern man will ja immer, weißt du, man will ja immer mehr, mehr, mehr. Aber dass man dann auch so gesettelt ist und sagt, okay, man, Hauptsache man ist gesund, wenn vielleicht mal irgendwas nicht klappt. So denke ich einfach, so lebe ich meine Tage und ja, schauen, was passiert. Wobei das ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass du so gesund bist. Also ich meine, so für einen Leistungssportler ist das ja gerade, wenn man so immer auf die 100 geht, nicht ganz so selbstverständlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit einem siebenfachen Nasenbeinbruch irgendwie noch so dastehe und sage so, aber, hier. Ja, aber schau, meine Nase ist ja relativ klein. Oh. Relativ ja, und klein. Und? Und? Es ist eine wunderschöne Modelnase, Erde. Wolltest du das hören? Hab ich, ne? Ich hab so eine ja. kleine Stupsnase. Ja, ja wirklich. Also nee, keine Charakternase. Also Kate Moss hat keine bessere als du. Ja. Ja, die hat ja auch gut hinbekommen. Nee, bei mir ist einfach so, dass ich ja, dass ich immer Gott sei Dank toi 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 verschont geblieben bin. Natürlich habe ich so ein paar Wehwehchen, aber wenn ich jetzt jeden Tag aufstehe und sage, oh, jetzt tut mir aber der Rücken weh und das Bein und dies, ja, dann wird es auch nicht schlimmer. Sondern es muss auch irgendwie, klar, es gehört Regeneration dazu, um irgendwie Verletzungen auszukurieren. Aber ich bin Gott sei Dank so quasi von meinen Eltern gezeugt worden, dass mir gar nichts passieren kann. Aber ich kenne es noch so, ich habe früher auch mal Leistungssport gemacht, jetzt andere Richtung, aber rhythmische Sportgymnastik, wenn du bei irgendwas dir zum Beispiel die Kniescheibe bei irgendeinem Sprung rausgehüpft ist, so, ne? Dann hattest du halt eine Woche später, hattest du halt Probleme und hast immer nur gedacht, so, wenn ich das jetzt nochmal mache,
dann, nee, ich will das nicht. Also so Vermeidung. Kennst du so einen Impuls, so jetzt kommt wieder so eine ähnliche Situation, die mir gefährlich werden könnte? Oder nee, hast du einen astreinen Verdrängungsmechanismus eher? Ich denke da gar nicht so viel drüber nach, auch nach. Ich hatte mal so richtig tolle Knieschmerzen gehabt. Ich habe gesagt, Alter, es kann doch nicht sein, dass ich Knieschmerzen habe. Das kam von heute auf morgen, jetzt auch in der Saison war das gewesen. Ich hatte so im linken Knie so, ja, das hat mir einfach wehgetan und habe ich checken lassen, war aber nichts. Und dann habe ich aber bei jeder Bewegung dann immer so Schmerzen gehabt, aber wenn es dann zum Spiel hingegangen ist, habe ich gar nichts mehr gehabt. Also klar, im Training hast du dann, hörst du so ein bisschen rein, aber wenn dann ein Spiel kommt, 110% Adrenalin, sowieso, Herzpunkt ohne Ende, mein Mundwerk ist noch dabei, dann vergesse ich das. Also dann vergisst du das halt ganz schnell. Brauchst du auch nicht irgendwie großartig, jetzt, wenn ich jetzt einen Schritt mache und dann passiert das. Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich bei dir rhythmische Sportgymnastik, das wird wahrscheinlich keine Sportart gewesen sein, wo du so krass unter Adrenalin und Aggressivität gestanden hast, wie jetzt, sagen wir mal, ein Fußballer, weißt du? Das verdrängst du dann noch ein bisschen. Und ich glaube einfach. Ja, Adrenalin ja, Aggressivität eher nein. Ich glaube einfach, dass bei uns. Ich glaube einfach, dass bei uns in der Sportart dann halt dann noch mehr Einflüsse sind, weißt du, der Gegenspieler und so weiter und so fort. Also kommt dann mehr auf einen zu. Ich krieg gerade aus der Regie die Anweisung, dass Sabrina das Mikro ein bisschen weiter wegstellen soll, weil du sehr laut wärst. Ich habe halt bist heute so viel Adrenalin in mir, weil Dennis heute mit dabei ist. Ja, aber das Dennis war nicht der lauteste in der Runde. Hä? Am Samstag warst du schon voller Adrenalin. Ja, nur deinetwegen. Ja. Okay, schauen wir mal ganz so, kurz. Alle, das war jetzt eine sehr elegante Überleitung. Okay, dann. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich aus dieser Situation jetzt rauskomme hier. Okay, EM, morgen startet die EM. Hat das irgendjemand, fühlt das irgendjemand? Ich fühle es gar nicht. Überhaupt nicht. Also, Sabrina vielleicht, weil du bist into it, aber gar nicht dieses Jahr. Null. Null. Das kommt noch. Seit Marco Reus nicht mitfährt, ist bei mir der Ofen aus. Ein bisschen. Liegt aber nicht an Dennis. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ja, aber ich fühle es auch null. Ich fühle es null momentan irgendwie. Also unabhängig davon. Also es ist irgendwie auch gar nicht irgendwie die Stimmung dafür. Keine Deutschlandflaggen. Nicht irgendwie, wo du sagst, wow, gehst mit deinen Jungs Public Viewing irgendwo, grillst schön, machst ein kleines Besäuferschiff, guckst dir schön Deutschland an, die hauen die Franzosen weg oder weiß der Geier was. Also es ist irgendwie total die Stimmung. Aber gut, da habe ich auch meine spezielle Meinung zu. Das ist alles so ein Stück weit, ja. Wenn du, deswegen sage ich doch, wenn du jeden Morgen aufstehst und sagst, ach, alles ist so scheiße und aus Corona und ach Gottes Willen, jetzt kriegen wir auch noch irgendeinen anderen Persil und was kommt da alles noch für eine Grippe auf uns zu und bist du geimpft, bist du nicht geimpft, wie lange bist du genesen, wann wurdest du geimpft und so weiter. Wenn du halt nur mit diesen Themen dran bist, so diese Bad News, ja, dann hast du auch irgendwo auch keinen Bock mehr auf irgendwas anderes. Und dann ziehst du es automatisch an, diese ganze Scheiße. Da sollst du mal vielleicht, besonders wir Deutschen, wir sind ja sowieso ein bisschen immer diejenigen, die ein bisschen, wie sagt man, ja, sowieso negativer eingestellt sind. Wir pessimistisch. Machen immer alles schlechter, alles weit ist. Pessimistisch, richtig, war dieses Fremdwort, was ich irgendwie im Kopf hatte. Und, einfach mimi. Aber ich war heute die ganze Zeit. Also ich war heute in Den Haag bei niederländischen Fans, die haben ihre komplette Straße orange geschmückt mit Fahnen und alle ihre Häuser waren beflaggt und da stand dann irgendwie drauf, dass Niederlande das größte Team ist und die haben auch gesungen, ich kann das ja mal kurz einspielen und bei denen ist schon EM-Stimmung. Also, dass es hier nirgendwo ist, kann ich nicht bestätigen. Also, Weihnachten bei dem Lied. Bitte? Ich habe irgendwie Bock auf Weihnachten bei dem Lied. Ja, nee, hier in Berlin ist auch null Stimmung, gar nichts. Kommt noch. Ja. Kannst du feiern jetzt noch? Ja, sicher. Ist irgendwie ein bisschen komisch, die ganze Stimmung an sich. Selbst wenn ich glaube, ich noch größer wäre mit Weltmeisterschaft. Und was auch immer. Vielleicht steigert sich das ein bisschen jetzt, wenn die Deutschen auch ein paar gute Spiele hinlegen, wo die Leute noch merken, das Wetter bleibt beständig. Corona-Inzidenz ist minus 10, dass dann wahrscheinlich wieder was gelockert wird oder dass man auch ein bisschen mehr Public Viewing und mehr Leute anziehen kann. Aber sonst ist eher so ein Stück weit gehemmt. Aber hat denn irgendeiner aus diesem wunderschönen vierblättrigen Kleber überhaupt die Hoffnung, dass die deutsche Mannschaft ein schönes Spiel hinlegen wird? Ich persönlich daraus ziehen.
Gegen Ungarn, aber am Dienstag nicht gleich, oder? Glaube nicht, aber Dennis scheint überzeugt zu sein. Was ist denn los mit euch? Ihr seid doch alle in Deutschland geboren, oder nicht? Ja, na, aber wir hoffen es ja, aber doch einmal. Selbst wenn wir mit der letzten Trommeltruppe antreten, da sage ich, wir hauen die Franzosen 4-0 weg. Nein. Ja, natürlich, klar. Positiv denken. Positiv denken und nicht sagen, hey, wir spielen jetzt gegen die Franzosen und wir werden Europameister. So, Punkt aus. Stark. Also wir hätten dich sowieso noch gefragt, was du für einen Tipp abgibst, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin Deutscher durch und durch, von daher Europameister, egal wo. Wer ist denn dein Geheimtipp dann? Mein Geheimtipp? Na, so ein Plan B. Jeder hat doch einen Plan B. Plan B. Schlag die anderen nicht. Komm. Belgien. Ja, den gönn ich. Komm, Belgien. Okay, die haben auch dieselben Farben wie wir. Aber Belgien ist auch mein Geheimtipp. Ja. Aber mein A-Tipp ist nicht Deutschland. Was ist denn dein A-Tipp? Ich sage schon, seit ich klein bin, immer England, deswegen auch England. Immer jedes Mal aufs Neue und auch heute England. Und jedes Mal bist du aufs Neue enttäuscht. Aber Ed Sheeran hat doch ein schönes Video gerade gepostet. Was hat er denn damit vorgemacht? Naja, hat sich ein kleines gebaut. Dass er reinpasst so. Ich finde es nicht in Ordnung, dass er den Kopf schüttelt. Ja? Ich bin da irgendwie komplett anders erzogen worden, also komplett. Also mein Vater, der hat mir den Löffel lang gezogen, wenn ich irgendwann gesagt habe, der Engländer, der hat aber einen guten Spieler, da hat er mir den Löffel lang gezogen und gesagt, du bist für Deutschland, scheißegal, was passiert, bis zum Ende bist du für die. Und von daher, das ist der Brandmarkt. Da bin ich auch, egal ob Biathlon, Skilanglauf, Skeleton oder wie der ganze... Rhythmische Sportgymnastik, ja. Da schalte ich bei Olympia ein, da springe ich die Nationalhymne, das ist mir ganz egal. Also, brauchst du nicht, die findet da nicht statt. Das deutsche Team findet da nicht statt. Ehrlich nicht? Naja, weil das deutsche Team bei der rhythmischen Sportgymnastik da nicht stattfindet. Da müssen wir langsam mal Gas geben. Randsportgruppe. Ja. Oh, Dennis Erdmann engagiert sich in der rhythmischen Sportgymnastik, das gefällt mir gut. Teammanager der Sportgymnastik. Aber da würden auch manche wirklich auch zusammenbrechen wahrscheinlich. Wenn sie dann irgendwann mit dem Bällchen da rumwerfen und dann mit diesem, wie sagt man, mit was machen die noch? Mit Band. Das ist einfach nur Band. Das hat jetzt irgendwas Besonderes, so, weiß ich nicht, französisch. Nein, es ist einfach nur ein Band und es sind Keulen und ein Reifen. Also das ist... Geile Sportart. Sag mal, Sabrina, hast du denn eigentlich heute mitgekriegt, dass unser Ilkay Gündoğan, den wir letzte Woche auf die Bank gesetzt haben, gesetzt ist? Ja, die hatten heute eine PK, glaube ich, ne? Ja. Und das war ein schöner Moment. Man fragte ihn, auf welcher Position er sich sieht und er sagte, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Der fühlt es auch richtig. Na, der hätte sich wahrscheinlich auch eher auf die Bank gesetzt, weißt du? Wahrscheinlich. Über Gündoğan. Ilkay. Ah, okay. Weil er wegen Neuhaus auf der Bank geht, oder? Nee, der geht, also wir haben ihn auf der Bank gesehen, aber so wie heute herauskam, wird er wohl spielen. Mit Groß zusammen im Zentrum, weil Goretzka auch nicht rechtzeitig fit wird. Und wir haben ihn nicht in der Startelf gesehen, ehrlicherweise, aber es wird so kommen. Und man fragte ihn eben, auf welcher Position er sich sieht, auf der 6 oder woanders. Und dann sagte er, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Und das ist halt auch nicht so, also deutet für mich darauf hin, dass er es auch nicht so richtig fühlt. Vielleicht hat er nur vergessen zu fragen. Noch ein Treffen mit Erdoğan vorher und der sagt ihm, wo er spielt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Er hat aber gesagt, er drückt der Türkei für morgen stark die Daumen. Seine zweite Heimat. Und übrigens, die Türkei ist der Underdog-Favorit von Kevin Prince Boateng. Wer denkt, die werden Europameister? Kevin Prince Boateng. Wenn ihr euch mal daran erinnert, ich hatte auch Türkei als drittes genannt in meiner Sprachnachricht, noch vor dem Prince. Ja. Ja, du hör doch mal auf, den Kopf zu schütteln die ganze Zeit, bitte. Also, ich fühle Prince Boateng. Also, ich krieg gleich hier wirklich Ohrenblutig. Aber jetzt wird alles gut. Daniela sagt uns jetzt, was ist dein Favorit? Ich tippe auf Frankreich tatsächlich. Oh, langweilig. Ja, aber sicher? Könnte klappen. Und mein Plan B ist tatsächlich Kroatien. Die ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Auch langweilig. Hm. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also ich bin gut als Orakel. Das haben wir doch alle schon, außer bei 60, aber das lag nicht an dir. Ja. Das lag auch nicht an dir. Erde ist schuld. Was
Was habt ihr für Tipps? Ich wusste gar nicht, dass Kroatien bei der Europameisterschaft überhaupt mitspielt. Ja, siehst du mal, hättest du mal das Fußball-Podcast von Anfang an gehört, dann wäre dir das nicht entgangen. So, so Annie, und ja, jetzt du? Was bin ich? Ich bin heute Folge 10, stimmt. Ab Folge 10 bist du dabei, ich weiß. Ja, bei mir ist es traditionell und auch so mit ein bisschen mit einem Achtelherzchen immer noch auch Italien. Die hatten jetzt eine Murmelgruppe in der Quali und haben bravourös gewonnen. 28 Tore in der gesamten Qualifikation in allen Spielen. Musst du auch erstmal machen. Okay. Und nur drei Gegentreffer. Also, ich bin da durchaus optimistisch. Ich sehe da morgen ein schönes Eröffnungsspiel und werde traditionell meine blaue Italienjacke mit der Nummer 10, die Francesco Totti-Gedenkjacke, anziehen. Und dann einen schönen Fußballabend mir zu Hause auf dem Sofa machen. Und ihr so? Und dann gehen wir die Türkei. Warte, nein. Aber Italien hat es jetzt auch nicht so leicht. Der muss ja jetzt nachnominieren. Weil er schon wieder? Ja, Verletzungssorgen hat. Aber Mittelfeld haben die ja. Da können die ja mit beiden Händen einmal. Ja, Mittelfeld haben wir auch. Ja. Aber dann ist... Hat irgendeiner einen guten Stürmer? Außer Polen natürlich, Sabrina. Natürlich. Den allerbesten nach Christian Beck. Aber ihr seid echt krass vorbereitet, muss ich sagen. Entschuldigung, wir kennen uns wirklich so ein bisschen damit aus. Ein bisschen. Ja, also der eine kennt die Tordifferenz, der andere kennt jegliche Verletzungen, auch wenn da einer mal irgendwie die Schuhe gelaufen ist. Also das ist so ein Hut ab. Das hätte ich jetzt nicht. Ja, und ich kenne nur dich, Erde. Also, ich kenne nur dich, das ist das Problem. Oh, so, Sabrina. Danke. Danke. Du kennst noch nicht das Problem. Ja, stimmt, hast recht. Ja, dann ach, Leute. Schauen wir mal, was morgen wird. 16.000 Zuschauer in Rom. Bin gespannt. Gibt eine krasse Eröffnungsfeier mit, ich hab's schon wieder vergessen, mit, wer singt diesen Song? Es gibt einen EM-Song. Ich hab's vergessen, es ist es nicht mehr. Ja, das ist von Martin Garrix und gesungen wird es von Bono von U2 und an der Klampfe sein Bandkollege The Edge. Klingt so, als hast du es heute schon mal erzählt. Nee, ich hatte die vergangenen drei Abende Sendung, in denen es in unterschiedlichen Stunden immer wieder vorkam und das war dann das Thema dabei mit dem EM-Countdown. Stark, stark. Ja, sind wir mal gespannt. Also, wollen wir noch einen Tipp abgeben fürs erste deutsche Spiel gegen Frankreich? Unser Gast darf zuerst. Los, Dennis. Bitte. Nee, das wissen jetzt wir ja, jetzt bin ich gespannt. 4-0 aber jetzt, hat er gesagt. 4-0, jetzt, ich habe zugehört. Aber jetzt nochmal mit Denken, nochmal mit Nachdenken. Gegen Frankreich, also den amtierenden Weltmeister. Reicht jetzt, ehrlich? 3-1 Deutschland. Wer schießt die Tore? Irgendeiner mit dem Adler auf der Brust. Also Timo Werner nicht. Ich würde wahrscheinlich, also 3-1 gewinnen wir, ganz egal. Wir schlucken ein, weil Hummels so langsam ist, schlucken wir ein, aber der Rest, nehmen wir hin. Ey, im Ernst, du kannst den Hummels auch nicht mögen leiden sehen? Ey, ich finde einfach, Boateng hätte mitgemusst, ja, weil er einfach ein Stück weit auch so rustikaler ist, ja, und auch, glaube ich, in gewissen Situationen weiß, was er zu tun hat. Und ich finde einfach, Hummels, der macht manchmal auch zu viel, zu läppische Dinge. Also mal einen Außenriss, dann lässt er mal einen Lauf weg, dann nimmt er den Laufweg nicht mit auf und so. Das ist jetzt blöd, dass ich sage, weil dann sagen die Leute, ja, der Idiot, der hat es auch nicht höher geschafft als zweite Liga, aber fehlt dann so ein bisschen, wie sagt man, so einfach so völlige Hingabe, ne, zum Verteidigen. Mir fehlt ja einfach. Bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da fand ich einfach Boateng, den habe ich jetzt auch so eineinhalb, zwei Jahre, fand ich auch schwierig, aber wie er sich aus der Situation rausgeholt hat und dahin wieder gebracht hat, dass er Leistung bringt, auch durch Hansi Flick, gar keine Frage, durch seine Mitspieler, ist auch außer Frage, aber der hätte mitgemusst, weil er der beste Verteidiger in der ganzen Bundesliga war, mit vielleicht auch dem einen oder anderen Underdog, den er jetzt nicht so gesehen hat, aber ich finde einfach, Boateng hätte mitgemusst und nicht Hummels, Punkt aus, aber der hat den einfach Hummels wahrscheinlich mitgenommen, weiß nicht, damit sie diese Thomas-Challenge machen können, da in Europa, wo sie jetzt momentan sind, Herzogenaurach, damit der Hummels mit dem Müller, keine Ahnung, ein paar Podcast-Folgen upstreamen kann, so wie wir jetzt ungefähr, damit sie nicht, keine Ahnung, machen. Ja, keine Ahnung, also das ist bei Mats Hummels, also das ist mir halt öfter schon aufgefallen. Ja, ich glaube, bei Jogi Löw, den kann man nicht verstehen, also auch bei der Nivea-Sport-Werbung, also kann ich auch kaum, kann ich ihn nie mehr sehen. Guck mal, irgendwann ist ja auch mal gut, der weiß, was ich meine. Irgendwann aber er hört doch jetzt auch auf. Ja, Gott sei Dank. Also, er hat mir uns den Weltmeistertitel geholt. Der hat auch viel guten Fußball gespielt. Aber
du kannst doch nicht so lange an deinem Stuhl festgepappt sein mit Uhu-Kleber, dass du halt nicht mehr davon loskommst. Also irgendwann, wenn ich sage, ich geht nicht mehr, dann geht's halt nicht mehr, dann löst du dich vom Stuhl und gehst. Hätte er vielleicht vor einem Dreiviertel, vor einem Jahr machen können. Ich finde einfach, das ist zu spät. Jetzt, dann nimmst du noch das Turnier mit und das letzte Turnier von Jogi Löw. Und tut mir mal gefallen, als ob ein Spieler, weiß nicht, jetzt drüber nachdenkt, oh, jetzt gebe ich dem Jogi aber nochmal einen zurück und gib Gas. Da denkst du, ich spiele auch nicht drüber nach. Also, ich finde immer so psychische Sachen sind so absoluter Humbug im Fußball, dass man sagt, boah, jetzt aber für den Trainer, jetzt mal alles geben hier. Sondern, du sollst schon allgemein alles geben, weil du mit dem Adler auf der Brust rumläufst und nicht nur, weil Jogi Löw der Trainer ist oder du nachher eine Packung Gewehr auf dem Platz stehen hast, sondern einfach, weil du Gas gibst und weil du stolz bist für Deutschland zu spielen, nicht weil irgendwer den DFB verlässt. Also das finde ich immer so eine... Vielleicht wäre das ja eine gute Aufgabe für dich noch nebenbei. Motivationscoach beim DFB. Darfst du dir Creme verkaufen? Machst du sowas? So eine Hautcreme verkaufe ich. Mit deiner zierlichen Nase würde das natürlich sehr gut aussehen. Genau. So, genau, mit meiner Nase, dann rasiere ich mir meinen Bart weg, dann schmier ich mich ein, dann sehe ich aus wie 20, obwohl ich 30 bin. Hupp. Nee, echt albern. Nee, mit dem Hummels habe ich von Anfang an nicht verstanden. Da bin ich ja froh, dass ein Profi mir da mal beispringt. Vielen Dank. So Edge nämlich. Aber Edge, Andy, du hättest auch Boateng dich mitgenommen. Edge, ja. Und, nee, ja. Hätte ich nicht. Weil er einfach noch nicht wieder so weit war, wie er hätte sein können. Nee. Ja, aber dafür haben wir zu wenige gute Verteidiger in Deutschland, dass du dann am Ende sagst, ja, du verzichtest auf wahrscheinlich den besten Verteidiger in der Bundesliga, weil nur weil er, keine Ahnung, nicht so weit ist wie 2014. Natürlich kommt er wahrscheinlich nicht mehr an das Leistungsmaximum ran, aber er ist dann noch immer besser als der Bundesliga- Verteidiger, der keine Ahnung worum läuft. So viel haben wir auch nicht mehr. Also man muss das auch mal realisieren. Ja, aber der Mats steht halt immer hübsch da, ne? Das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Wie kann man in einem Spiel erst recht vor Tausenden, vor Zehntausenden Fans die Zeit haben, sich hinzustellen und die Hand so in die Hüfte zu tun? Erklär mir mal. Wie meinst du denn? Den Hummels. Ja, ich glaube, er steht da so hübsch da und macht immer so. Ich weiß, das ist, glaube ich, ihr müsst mal schauen, wenn er einen Pass spielt mit dem rechten Fuß. Ich glaube, das ist ein Automatismus, den er hat, dass er seinen linken Arm, wenn er mit rechts spielt, hält er den immer an der Hüfte fest. Also er spielt nur relativ, ja wirklich, er spielt nie häufig den Arm weg vom Körper, sondern hält ihn ganz eng am Körper und spielt dann die Bälle. Müsst ihr mal drauf achten. Ja, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste, er stützt sich halt. Verstehst du? Ich stehe auch immer so da. Ja, mein Gott. Ja, aber dann hat er da nichts zu suchen in so einem Turnier. Ey, sorry. Der Mann ist 32 Jahre alt, nur der Jüngste, ey. Ja, bitte, du musst es auch mal akzeptieren, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt bist du denn? 23. Ich sehe das immer so, für mich Alter ist so null entscheidend. Null. Selbst bei, ich sag jetzt auch nicht bei euch Moderatoren oder bei Schiedsrichtern, aber was weiß der Geier wo? Also diese jetzt wirklich, also die Haut wird jetzt langsam schrumpelig, ich muss aus dem HD-Fernseher raus. Sondern ich meine, wenn du gute Sachen machst. Ich sag das. Wenn du gute Sachen machst, dann bitte bleib für immer. Es sei denn, du kannst dann halt nicht mehr einhalten. Dann kannst du gut gehen, aber sonst kannst du doch. Alles das, also so, solange du gut bist. So mit dem Rollator, Wissen. Weißt du? Ja, genau. Ja, dann wird es Zeit. Dann schiebe Deutschland dich, altert. Genau, dann schiebe ich dich gerne in die Sonne, aber vorher sollte es wahrscheinlich so hinbekommen, dass man auch, ja, dass man einfach vernünftig seinen Job erledigt. Das ist beim Fußballer, das ist beim Moderatoren-Dasein, das ist bei, keine Ahnung, bei jeder Aufgabe. Beim Schiedsrichter war ja auch das Thema jetzt in den letzten Wochen gewesen, mit 47. Ja. Ja, also ich kenne 60-Jährige. Also das ist echt albern. Nee, das ist einfach Schwachsinn und das ist nämlich Diskriminierung am Ende des Tages, wenn man sagt, ja, du bist so alt, dass man so ein Limit setzt. Aber wo gibt's, ja, heutzutage sollte man sich doch so kein Limit setzen. Egal ob in jedem Beruf, in jeder Lebenssituation, sollst du doch immer über das Limit gehen oder viel mehr machen. Und solange er gut ist, sage ich nicht so. Wenn irgendeiner mal irgendwann einen grauen Star bekommt mit 47, ja, dann muss er weg. Aber vorher kann der Schiedsrichter doch, wenn er ein Argus-Auge hat, Superstellungsspiel, dann kann er das noch mit 55 machen. Und sollte nicht mit 47 raus. Finde ich absolut Schwachsinn, diese ganze Regelung. Aber da siehst du mal, wie die vom DFB dann denken. Die denken dann so eingefahren, die sind ja selber teilweise 70, 75 und können nicht mehr selber Auto fahren.
und lass dich überall hinkuschieren. Ja, das ist ja so. Und die geben dann auf einmal die Richtlinien vor für, sagen wir mal, einen Sechsjährigen. Der Sechsjährige sollte im Amateurbereich nur noch ohne Tore spielen, ohne Punkte, ohne Torerzielung, weil die Kinder sollen Spaß haben und nicht das Gewinnen. Das Gewinnen soll nicht gefördert werden. Wenn ich so eine Scheiße schon lese oder höre, dann denke ich mir, was will der Opa mit 75 beim DFB und was will der mit einem Sechsjährigen anfangen? Das sind 71 Jahre oder 90 Jahre Unterschied, das bringt doch nichts. So. Man sollte doch immer modern sein, Augen und Ohren offen halten, so wie es überall ist, und dann sich aus allem was rausholen und das dann einführen. Nicht irgendwie sagen, ah gut, okay, der ist jetzt zu alt oder bin ich immer so richtiger Schrott im Leben allgemein. Das ist so. Ja. Langes Thema, da sind wir auch schon, wenn wir weiterreden, das bringt da nichts. Jetzt geht da in Anfang gleich die Sonne unter. Am Ende regst du dich nur auf. Berlin, stell mal vor, du regst dich jetzt nur auf oder so. Hör auf. Ja, wenn ich mich noch aufregen würde, ne, wäre ganz schlimm. Berlin gehen gleich die Laternen aus. Da in Dresden, da bleiben wir haben ja keine an. Wir müssen sparen. Prost. Ja, weiß ich. Aber du darfst gerne nach der EM nochmal wiederkommen für eine DFB-Folge. Also so ist es nicht. Wir können das gerne mal zum Thema machen. Ja. Ich glaube, es gibt da viel Potenzial. Ich bin dabei, solange ich nicht mehr gesperrt werde dafür, für meine Worte. Weiß ich nicht. Also. Ist auch, vielleicht spielst du ja da schon im Ausland. Erde. So, ja, kann man nie wissen, was passiert morgen, wenn ich dann... Aber dann such dir ein Ausland aus, wo Internet ist. Nicht wie in Köln. Nicht schlechtes Internet. Ja. Aber schlechtes Internet. Du struggles ein bisschen. Aber es macht dich sehr interessant. Und willst strugglen oder mit dem Ton? Beides. Immer abwechselnd. Das ist geil. Ja, also ganz ehrlich, hier in Köln, die hier zapfen gerade, wer weiß, wie viele am WLAN bei uns rum. Also, weiß ich nicht. Das tut mir selber leid. Sorry, aber ich hab's nicht bezahlt. Sorry. Erde, darf ich nochmal gemein zu dir sein? Ja, gerne. Warum fragst du denn da? Naja, ich muss dich nochmal fragen, wie der englische Garten in München ist. Ach so. War ich bisher nur einmal, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde auch, das zum Beispiel fand ich auch richtig scheiße, dass die Leute gesagt haben, ja, der geht vom FCM weg, weil der will nach England und so weiter. Hat doch nie einer erzählt. Hätte mich mal einer angerufen, hätte ich gesagt, klar, mein Traum ist, in England zu spielen, aber nicht irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwas. Deswegen sage ich doch, man sollte sich doch kein Limit setzen und sagen, man sollte nur da, da oder da. Sondern ich halt Augen und Ohren offen und am Ende des Tages ist es danach FCM München geworden. Ja, dass sie einen englischen Garten haben, auch verlockend, gar keine Frage. Aber ja, was denn irgendwie? Das ist halt, weißt du, die ganzen dummbatzten Kommentare irgendwie bei Social Media. Da mache ich mir gleich auch mal einen Fake-Account und schreibe irgendwas unter unser Video drunter, keine Ahnung. Die Blonde gefällt mir nicht, die Brünette hat da ein Bild hinten ausgeschnitten und die andere... Was gar keins ist, das ist scheiße. Dunkeldeutschland. So, ja, das ist ja so. Das kannst du ja heutzutage alles machen. Ja, scheiße. Also von daher lasse ich mich aber da nicht. Aber wir sind übrigens, weil du es gerade ansprichst, wir sind da auch so ein bisschen überrascht, dass da bis jetzt noch, also entweder, weil es keiner mitkriegt, dass es uns gibt, das kann ja sein, wird auch so sein, aber dass da jetzt noch relativ... Entschuldigung, ich möchte dazwischen grätschen, seit heute folgt uns Derbystar bei Instagram, hallo. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ja. Ha? Warum, wer ist das? Kennt der mich? Nee, kenne ich ihn? Nee. Hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Wir machen hier einen Fußball-Podcast, stell uns nicht so hin. Nein. Aber habe ich mich heute gefreut. Vielleicht wäre es mal klug, einfach mir, keine Ahnung, irgendeiner schickt mir einen Screenshot oder verlinkt mich mal vielleicht irgendwo drauf. Machen wir heute. Fußball. Und dann geht es schön durch die Decke und am Ende des Tages haben wir alle was davon. Nur kein Geld. Nur kein Geld. Das ist ich hoffe das ja, dass deine Follower uns auch, ja, diesen Podcast auch hören und uns danach folgen. Nur gut über uns reden. Und beleidigen. Damit du auch gut über uns redest, haben wir was vorbereitet. Ja, denn... Aber wir haben lange überlegt, ob du es auch wirklich haben darfst. Das muss man dazu sagen. Ob du es verdient hast. Ich finde, er hat es verdient. Also, ich sage schon mal Prost. Wir heben das Glas. Ich finde, mit Erde diese 50 Minuten waren wirklich wie so ein Motivationsseminar. Also, ich gehe morgen auf die Straße in den Niederlanden und denke mir so, yes, I can. Danke, Erde. Go, girl. Aber nicht in Den Haag, weil, weißt du, in jetzt Den ist Geschenk. Hassen die Deutschen. Muss aufpassen in Den Haag. Ach, die waren ganz nett zu mir heute. Ja, weil aber jetzt bin ich auch schon in Amsterdam. Sie ist auch die ja, ich wollte gerade sagen. Also, wo ist mein Geschenk? Was wir für dich haben? Jetzt. Komm, mach pass auf. Jetzt warte. Wir haben setz dich hin. Ach, du sitzt setz dich hin. Mach dich bereit. Das wird krass.
Wir haben seit ein paar Wochen ein, ja, was ganz Besonderes. Und zwar gibt es die... Sabrina haut's gleich weg. Sekunde. Die Das-Fußball-Podcast-Tasse. Und es ist nicht nur einfach eine Tasse, es ist eine ganz besondere Tasse. Und du kriegst eines von 100 Exemplaren. Es gibt nur 100 Stück. Die gehen ab heute, jetzt, wenn diese Folge online ist, in den Verkauf. Die Leute sind wirklich heiß drauf. Die wollen die sogar signiert haben von uns. Also so viel zum Thema, es kriegt keiner mit. Es gibt ein paar. Ganz irre. Lutz, oder? Und du kriegst eine ganz besondere. Guck mal, mit der Nummer 13 von 100. Wow, die das danke. Fußball-Podcast-Tasse. Ich applaudiere stellvertretend für weitere 10.000 Menschen. Geht an dich im Nachgang. Wie gesagt, limitiert, heb dir die gut auf oder verlos sie unter deinen Followern, kannst du dir aussuchen. Die wird mal viel wert sein, ich bin mir ganz sicher. Ja, die bleibt bei mir. Hol die ab und nein, sie wird nicht viel wert sein oder nein, du verlost sie nicht. Was, die bleibt in Dresden, hast du gesagt? Ich hol die ab in Dresden, sage ich. Ja, ja, hol die ab bei mir im Büro. Mach mal. Mach mal so. Ja. Dann machen wir die feierliche Übergabe für Social Media. Hast du auch wieder was zum Teilen. Ja. Und du hast was zum Posten. Ja. Das ist so viel wichtiger, als wenn ich was zum Teilen hätte. Ich mache jeden Tag mal hier irgendwas hier. Alle glücklich. Alle glücklich. Das war eine schöne Folge, liebe Leute. Vielen Dank an dich, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast zum, was ist heute für ein Tag? Donnerstagabend. Er zieht die Kappe. Wie schön. Nein, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an dich, Sabrina, dass du das so reingeschoben hast zwischen Den Haag, Amsterdam und so weiter und so fort. Das ist ja alles gerade nicht so einfach. Hier. Und großartig. Ja, das war's. Habt ihr noch ein Thema eigentlich oder kann ich hier, können wir Schluss machen? Auch. Ich freue mich, wenn die Folge hochgeladen ist. Ich habe auch nichts mehr. Wisst ihr, was das Schönste für mich ist? Es hat mich kein Mensch gefragt, wie man den Namen des neuen Aue-Trainers richtig ausspricht. Und das möchte ich jetzt auch nicht mehr machen. Das mache ich nächste Woche nach der PK. Ich habe den heute Morgen vorlesen müssen auf meiner Kölner Frühstücksdachterrasse, weil ich ein Gespräch hatte mit einem Kollegen von mir. Stritt, die schöne Grüße. Und er hat mich gefragt, wie heißt der neue Trainer? Ich so, keine Ahnung, musste es dann erstmal googeln. Und habe ihn dann vorgelesen. Aber ich glaube, relativ gut. Ja, das machen wir nächste Woche. Im Großen. Na? Da üben wir Trainernamen oder was? Da üben wir Trainernamen. Und dann können wir nochmal die Conference League durchgehen. Da gibt es auch viel zu üben. Aber anderes Thema. In diesem Sinne. Nächste Woche. Vielen lieben Dank. Bis nächste Woche. Und danke an dich, Dennis. Dennis, es war ciao, toll. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss, die Damen. Ciao. Ciao. Das Fußball-Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram, das Fußballpodcast.